Charakter. Also er war als Geisterfahrer unterwegs mit sehr hoher Geschwindigkeit und dann an der Kreuzung Eindorfer Straße. Da wollte eine Gruppe Fußgänger über die Straße, das waren mehrere Jugendliche, und er ist in die Fußgänger rein. Er ist dann noch ein Stück weiter gefahren und ist dann aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Als die ersten Einsatzkräfte dann da waren, fuhr das Auto noch, also es war noch so im Rollen. Da musste sich ein Streifenwagen querstellen, um den anzuhalten, aber es war halt keiner mehr drin.